Hallo allerseits. Alle, die gestern nicht dabei waren, bekommen jetzt mit, dass ich leider vergessen habe, am Anfang der Session die Session aufzunehmen. Die ersten Karten wiederhole ich daher und ihr werdet daher heute zwei Aufnahmen bekommen. Der klugen Laura ist es beim Stern aufgefallen, dass die Aufnahme nicht läuft. Von da ab läuft dann die Aufnahme. Es tut mir sehr leid, natürlich werde ich das jetzt nicht mehr so hinbekommen, wie ich das gestern gemacht habe. Ich hatte gehofft, es gestern gleich nach der Session nochmal aufnehmen zu können, habe aber gelernt, dass Zoom mir nicht erlaubt, in zwei Räumen gleichzeitig zu sein. Ja, und von daher fehlt ihr mir jetzt für die Inspiration, um durch die Karten zu reisen, aber ich bemühe mich doch, so viel wie möglich an euch weiterzugeben. Und wie üblich bleibt es, wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie. Hausaufgaben für das nächste Mal, wenn ihr welche machen wollt, sind natürlich die Stichwortliste weiterzuführen, zu ergänzen und mir sehr gerne zu schicken. Und nun beginne ich mit meiner Reise. Der Vorteil, wenn man etwas falsch macht, ist, dass man Fehler korrigieren kann. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es Sinn macht, Karten auch nochmal aufeinander zu beziehen. Hier bei der Mäßigkeit habe ich jetzt einfach für spätere Schulungszwecke den Hierophanten dazugestellt. Denn was ihr lernen solltet, ist, die Karten, die zweistellig sind, auch immer zu beziehen auf die einstellige Zahl, die dann die Quintessenz dieser zweistelligen Zahl ist. Also bei der 14, die 1 und die 4 ergibt die 5. Von daher könnt ihr sagen und auch lernen, dass Hierophant und Mäßigkeit immer etwas miteinander zu tun haben. Aber dazu komme ich dann auch noch mal später, wenn wir ab dem nächsten Mal durch die kleinen Arkana reisen. Ja, wir sind stehen geblieben bei dem Tod und dem Ende einer Situation, dem Ende einer Beziehung, dem Ende eines Jobs oder was auch immer da gestorben ist, nach einem langen, oft anstrengenden Kampf im Gehängten. Und in der Mäßigkeit sind wir nun an einem Punkt angelangt, wo wir uns von diesem Tod erholen können. Die ganze Trauer, die wir gespürt haben im Tod, die ist vielleicht noch in uns, aber jetzt sind wir dazu aufgerufen, uns zu entspannen und wieder zu uns selbst zu finden, damit wir uns dann wieder ins Leben nach dem Tod begeben können. In Tarot bei Waite und Smith wird dies dargestellt durch in den Aufenthalt in einer Zwischenwelt. Und wenn die Karte als Aufforderung in einer Legung liegt, dann empfehle ich den Leuten auch immer, sich nicht unbedingt in eine Zwischenwelt zu begeben, aber ihren Zustand zu verändern. Es könnte sein, dass es ihnen jetzt gut tun würde, einen Wellnessurlaub zu machen. Ayurveda ist oft in Verbindung mit dieser Karte genannt. Oder sich in ein Schweigeseminar in einem Kloster zu begeben. Etwas zu tun, wo man im Rückzug die Dinge Revue passieren lässt, die einem passiert sind. Und gleichzeitig wieder anzudocken an das, was man ausgezogen ist, zu erledigen. Beim Hierophanten, der ja einen Ruf darstellt, den Aufruf ins Unbekannte sich zu begeben. Und ja, hier bei der Mäßigkeit werden wir vielleicht wieder Richtung unserer Bestimmung geführt, um dann die nächsten Stationen weiter leben zu können. Was sehen wir auf der Karte? Wir sehen einen Engel, der ein Feuerengel ist. Er hat feurige Flügel, rote, wie all die anderen Engel auf den Tarotkarten von Waite Smith. Er hat ein Feuerdreieck auf seiner Brust und ein Sonnensymbol auf der Stirn, was natürlich für Erleuchtung steht. Gestern habe ich nicht darüber gesprochen, dass diese Engel bestimmten Erzengeln zugeordnet sind. Es gibt da Glauben dran, welche Engel das sein sollen.
bei den liebenden Michael hier, bei der Mäßigkeit Raphael. Aber persönlich finde ich das wirklich gar nicht wichtig. Ich denke eher, dass das die Engel, unsere ganz persönlichen Schutzengel symbolisieren, die uns auf unserer Reise entgegentreten, um uns weiterzuhelfen an bestimmten Stationen, nämlich immer dann, wenn ein Engel auftaucht. Hier in der Mäßigkeit ist es für mich der persönlichste Engel. Er ist vollkommen sehr plastisch abgebildet. So sehen wir keinen Engel noch einmal auf den Tarotkarten. Und wenn wir nicht an Engel glauben oder da nicht so mit arbeiten, wie ich das tue, dann würde ich sagen, begegnen wir hier unserem Seelenführer, unserem Psychopompus. Führer passt auch sehr gut, weil die Karte ist dem Schützen zugeordnet, dem feurigen Schützen, und der führt ja ziemlich gerne. Die Schwerkräfte sind auf dieser Karte aufgehoben. Wir sehen, dass der Engel Wasser in zwei Krügen balanciert. Es ist ein geschlossener Kreislauf des Wassers. Das Wasser fließt nicht, geht nicht in Kontakt mit dem See, auf dem er steht oder über dem er schwebt. Da sind wir nicht so ganz sicher. Das Wasser kann aber in Wirklichkeit nicht so fließen, wie es da abgebildet wird. Wenn man zwei Becher so hält, könnt ihr ja selbst mal ausprobieren, dann würde das Wasser in den See unter ihm fallen. Und das weist darauf hin, dass die Schwerkräfte aufgehoben sind. Für mich bedeutet das, dass wir in der Mäßigkeit in der Astralwelt uns befinden. Man sagt ja auch, dass die Menschen nach dem Tod sich erst einmal in die Astralwelt begeben. Wenn wir nicht selbst sterben, sondern etwas in uns stirbt, dann kommen wir auch oft in Zustände, wo wir uns in eine andere Welt begeben, um wieder Klarheit zu finden. Habe ich schon drüber gesprochen. Und wir sehen auch sehr deutlich, dass im Hintergrund ein Weg ist, der einen Berg hinaufführt, Berge, Thema der Selbsterkenntnis. Und wir sehen eine Krone leuchten im Hintergrund bei den Bergen. Auf manchen Decks sieht man eher eine Sonne leuchten, aber in der alten Version ist das eine Krone, eine offene Krone wie auf der Gerechtigkeit. Ihr erinnert euch, die symbolisiert einen offenen Kanal, nicht einen geschlossenen Kanal. Ein Hinweis darauf, dass wir uns jetzt zwar ausruhen sollen, zu Kräften kommen sollen, vor allem zu seelischen Kräften kommen sollen, aber dass unsere Reise noch lange nicht zu Ende ist. Neutraler Hintergrund, wie auf dem Tod, wie auf dem Gehängten. Gerade diese drei Karten, die erzählen davon, dass wir jetzt in einer Zwischenwelt uns befinden, zwischen Leben und Tod, neue Dinge geboren werden können und dann wir wieder in die Welt müssen. Der Narr wieder in die Welt muss. Oder darf, je nachdem, wie wir das sehen. Ich habe euch schon gesagt, was ich empfinde, wenn die Karte Mäßigkeit in einer Legung kommt. Menschen mögen den Titel Mäßigkeit nicht. Auf Englisch ist der Temperance. Und es kann sehr gut sein, dass das Wort Mäßigung besser ist für diese Karte. Temperance erinnert mich an das wohltemperierte Klavier von Bach, also das stete Üben, das Perfektionieren, das Maßhalten, das sind Qualitäten, die mit dieser Karte einhergehen. Und das kann auch die Aufforderung sein, wenn wir die Karte ziehen. Halte jetzt Maß, übertreib die Dinge nicht, wie du sie dramatisiert hast im Tod und im Gehängten oder in der Kraft, sondern komm mal wieder hier ein bisschen runter auf ein Level. Und dafür hilft es halt eine Weile, sich aus dem Leben hinauszubegeben. In Sachen Beziehung ist diese Karte eine perfekte Karte. Ich glaube, es gibt keine bessere Happy-End-Karte für eine Beziehung als die Mäßigkeit. Die Liebenden, das ist Projektion, Verliebtsein und eine Unsicherheit, ob da was draus wird. Aber wenn ich in der Mäßigkeit bin, wenn die Beziehung, die durch die Mäßigkeit bezeichnet wird oder am Ende einer Legung für eine Beziehung liegt oder auch für einen Job, dann heißt es, ich kann akzeptieren, wer ich bin. Ich kann den anderen so akzeptieren, wie er oder sie ist. Und trotzdem liebe ich ihn oder sie. Und das ist ein perfekter Zustand für eine Beziehung, wie ich finde. Ja, von daher eine Karte, die zur Ruhe auffordert, zur Entspannung, wenn sie gerade die Gegenwart beschreibt oder die Vergangenheit.
kann sie sehr gut beschreiben, dass wir gerade in unserer Mitte sind und das hoffentlich auch noch lange bleiben. Aber als Aufforderung, denke ich, habe ich das jetzt ganz gut erklärt. Ja, es ist super wichtig, dass die Mäßigkeit genau an dieser Stelle ziemlich in der Mitte der großen Arkana steht, denn nach dem Tod müssen wir uns ausruhen, um dann wieder auf den Weg geschickt zu werden, der noch lange nicht zu Ende ist. Und dann müssen wir uns mit der nächsten Karte auseinandersetzen, mit dem Teufel. Und der Teufel, der kommt ja sehr, sehr düster daher. Sowohl Teufel als auch die Folgekarte Turm sind tiefschwarz. Also das Licht geht immer mehr aus. Dieser neutrale Hintergrund verblasst. Wir gehen in die Dunkelheit, die Nachtfahrt, die Nachtreise des Helden, die auch immer gerne bemüht wird bei den großen Arkana, ist hier nun am Tiefpunkt angelangt. Und wir sehen hier eine Abbildung, die auf die Liebenden zurückgreift. Die Liebenden und der Teufel sind ja auch wieder über die Quintessenz verbunden. 15, 1 plus 5 ergibt 6. Aber tatsächlich ist es so, dass das Motiv des Teufels, wie wir ihn hier sehen, schon sehr, sehr lange in den Tarotkarten, in der Tarot-Tradition existiert. Die Liebenden aber erst von Waite und Smith eingeführt wurden als Referenz auf den Teufel. Wir haben hier eigentlich zwei paradiesische Zustände. Das eine die rosarote Wolke und das andere die Leidenschaft des Paradieses. Und beide Zustände sind nicht perfekt. Bei beiden geht es darum, Erkenntnisse zu gewinnen. Und während wir bei den Liebenden da mit der Schlange und dem Berg konfrontiert werden, werden wir im Teufel von einem Schattenwesen konfrontiert. Dieses Schattenwesen existiert schon seit dem Mittelalter und wird als Baphomet bezeichnet. Der Baphomet symbolisiert die dunklen Mächte, die uns in Beschlag nehmen können. Er wird als Bock dargestellt. Deswegen ist diese Karte auch mit dem Steinbock verbunden. Und weil der Steinbock mit der längsten, dunkelsten Nacht des Jahres, mit der Wintersonnenwende verbunden ist. Gleichzeitig ist dieser Bock natürlich auch eine Anspielung auf frühere vorchristliche Religionen, in denen Pan, Dionysos, Bacchus eine wichtige Rolle spielte und der auch immer gerne als Satyr oder Bock dargestellt wurde. Also hier wird mit alten Traditionen gespielt. Der Teufel macht genau dieselbe Bewegung wie der Magier, den ich jetzt hier nicht hingebracht habe. Wie oben, so unten. Aber während der Magier in seiner oberen Hand einen Stab hat, einen Doppelstab, mit dem er Energie nach unten zieht und einen Kanal zwischen oben und unten schafft, hat der Teufel diese Hand frei. In seiner anderen Hand, natürlich in der linken, hat er eine Fackel, die nach unten gerichtet ist, eine brennende Fackel, die dazu dient, etwas zu erleuchten. Der Teufel, auch Luzifer genannt, bevor er aus dem Himmel fiel, ist eigentlich der Lichtbringer. Und wenn wir uns in einer teuflischen Situation befinden, dann sollen wir neue Erkenntnisse über uns gewinnen, die mit unseren Schatten zu tun haben, die wir gerne auf andere Menschen projizieren. Ja, der Mann und die Frau, die da abgebildet sind, das sind natürlich wieder Adam und Eva, diesmal mit Hörnchen und festgebunden. Tatsächlich könnten sie sich sehr schnell befreien, wie sie sich auch aus dem Paradies befreien konnten. Aber was sie auf keinen Fall tun in diesem Falle, wie bei den Liebenden, sie nehmen nicht Kontakt mit dem Wesen hinter sich auf. Bei den Liebenden, da schaut ja Eva auf den Engel. Hier gucken sie beide nach vorne, so als würde sie das nichts angehen. Teufelssituationen haben dann auch immer etwas damit zu tun, dass wir uns etwas nicht ansehen wollen. Sehr oft geht es in der Liebe um Dreiecksbeziehungen oder um Verführungen anderer Natur, um Verletzungen von jemand anderem, jemanden hintergehen,
Sehr oft ist das Thema Mobbing angesprochen in den Karten. Und die Aufforderung des Teufels ist dann, sich genau anzuschauen, welchen Beitrag man dazu trägt. Selbst wenn man Opfer ist in einer Situation, sagt diese Karte, du spielst hier ein Spiel mit Opfer und Täter, versuche auszusteigen. Die Teufelssituation endet immer dann, wenn wir sagen, stopp. Und von daher hat der Teufel auch etwas sehr Plutonisches. Er fordert uns auf, eine Grenze zu setzen, aber vorher verführt er uns, über unsere Grenzen zu gehen. Auch wenn der Baphomet nicht sehr attraktiv aussieht, ist er der große Verführer. Und er verführt uns mit den drei Themen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und bei einer dieser Themen, ob es um Leidenschaft geht, um Geld, Macht oder um Süchte, da kriegt er uns. Wenn wir aus der Mäßigkeit herauskommen, so einem Art Zen-Zustand sind, dann sagen wir vielleicht, das passiert mir nie wieder, was mir da passiert ist, im Gehängten, im Tod. Und genau wenn wir das sagen, dann kommt der Teufel. Oder wenn wir sagen, das würde ich nie tun. Wir fällen ein Urteil über jemand anderen, meine Freundin schläft mit einem verheirateten Mann, das würde ich nie tun. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr diesen Satz aussprecht, dann verführt ihr den Teufel geradezu dazu, euch in diese Situation zu bringen. Und sehr, sehr oft passiert das dann auch. Von daher hat der Teufel immer so ein bisschen die Nachricht, fass dich mal an die eigene Nase bei der Situation, in der du dich befindest. Und die andere Nachricht ist, du meinst, du hast hier keine Macht. Du meinst, du bist ohnmächtig. Du meinst, du kannst dich dieser Leidenschaft, die du spürst, oder diesem Opferthema nicht erwehren. Aber tatsächlich kannst du es. Du musst es nur tun. Und das ist das Schwere am Teufel. Wenn wir in der Teufelssituation sind, dann haben wir immer die Möglichkeit, uns hinauszubegeben, Stopp zu sagen, uns Hilfe zu suchen, ehrlich zu sein. Aber wir haben diese Möglichkeit nur so lange, wie wir nicht im Turm gelandet sind. Und wenn der Teufel bei einer anderen Person liegt, um die es uns geht, dann heißt das nicht, dass diese Person böse ist, sondern sie ist gekommen, uns über unsere eigenen Schatten Auskunft zu geben, uns aufzuklären und vielleicht zu helfen, mehr Erkenntnisse über uns zu gewinnen, nämlich genau darüber, was wir tatsächlich tun würden und was nicht. Der Teufel ist immer eine große Verantwortung, eine große Selbstverantwortung. Wenn wir dann Stopp sagen, dann löst sich die Situation auch meistens sehr schnell in Wohlgefallen auf. Nicht unbedingt in Wohlgefallen, aber auf jeden Fall wird sie beendet. Dann sind wir nämlich im Turm angelangt. Ich muss beim Turm immer so ein bisschen an das Märchen vom Fischer und seiner Frau denken, wo die Frau wirklich eine Teufelssituation herbeibeschwört, indem sie immer noch mehr und mehr und mehr will, immer weiter die Grenzen Gott gegenüber austestet. Ja, und am Ende fallen die beiden aus ihrem päpstlichen Palast zurück in den Heringspott. Und genau so kann sich der Turm anfühlen. Der Turm fühlt sich an, als kommt plötzlich wie ein Unfall etwas über uns. Aber tatsächlich ist es eigentlich schon lange in der Vorbereitung. Wie gesagt, wenn wir in der Teufelssituation sind, können wir das Ruder rumreißen, wenn der Turm in der Gegenwart oder in der Vergangenheit liegt. Ist es durch. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wenn die Karte noch in der Zukunft liegt, dann kann man sicher noch etwas tun. Aber der Turm bezeichnet in der Gegenwart immer eine große Erschütterung. Und ja, es kommt plötzlich über uns. Plötzlich entdecken wir, dass der Partner, den wir betrogen haben, auch mit jemandem schläft und wir fallen aus allen Wolken. Oder wir erkennen, dass das, was wir gedacht haben, ganz okay ist im Job, uns plötzlich eine Abmahnung bringt oder sonst etwas.
Und wenn wir dann in der zurückdenken, dann erkennen wir, da hätte ich eine Weiche stellen können und da und da und dort, aber ich habe es nicht kommen sehen, weil ich zu sehr in meiner Teufelssituation war und das irgendwie auch genossen habe. Von daher bezeichnet diese Karte Situationen, die für uns überraschend kommen, die auch extrem unangenehm sein können und die vermeidbar gewesen werden, anders als beim Rat des Schicksals, wo es ja darum geht, dass wir die Situation nicht vermeiden konnten. Jetzt muss ich mir hier mal kurz eine Notiz machen, entschuldigt bitte. Der Herrscher, den ich hier hingehängt habe, weist dann auf die Themen hin, die eher negativ mit dieser Karte verbunden sind. Für mich ist diese Dunkelheit der Karte der Kondensierung von irdischer Macht geschuldet. 4 mal 4, 4 mal der Herrscher, 16 ist die Energie. Und der Wagen, den ich jetzt hier nicht angebracht habe, der die Quintessenz ist, der zeigt natürlich auch, dass ich als Sohn, als Pionier vielleicht eigentlich auch meine Eltern entwurzeln möchte in meinem Voranschreiten durch das Leben. Der Turm kann in dem Zusammenhang Erkenntnisse darstellen, die dafür sorgen, dass ich mich von den Glaubensmustern meiner Eltern abwende, die hier aus dem Thron fallen, die Gestalt mit dem roten Umhang, eine männliche, die Gestalten in Blau, eine weibliche Figur, die gerne auch mit Herrscher und Herrscherin, Kaiser und Kaiserin in Verbindung gebracht wird. Und ja, meine Eltern in Throne und somit ein freierer Mensch werde. Denn dieser Turm, der ist ja kein schöner Turm. Er hat keine Türen, er brennt. Gut, das ist dem Blitz der Erkenntnis geschuldet, der auch gerne Fingerzeig Gottes genannt wird. Ebenso wie diese kleinen 22 gelben Tropfen, die als Jod, J-O-D, bezeichnet werden, der hebräische Buchstabe für den Fingerzeig Gottes. Und wir sehen, wie dieser Blitzschlag der Erkenntnis die Krone des Herrschers, sie sieht sehr genau aus wie die Herrscherkrone, von diesem Turm haut und ja, dadurch Raum geschaffen wird für Neues. Wir fliegen aus unserem Elfenbeinturm, aus unseren irdischen Begrenzungen in einer Turmsituation und haben jetzt die Möglichkeit, wie durch ein Teleskop durch diesen Turm nach oben zu blicken in die Welt der Sterne. Die nächsten Karten, die dann kommen, die haben ja auch alle mit dem Universum zu tun. Wir verlassen unsere persönliche Dimension im Turm und kommen zu höheren Erkenntnissen, seelischen, übergeordneten Erkenntnissen. Was ist noch wichtig am Turm? Er wird gerne auch mit einem Phallus in Verbindung gebracht, mit dem mit phallischen Themen, Machtthemen, männlichen Themen. Und in manchen Decks wird er auch als Orgasmus dargestellt, der auch eine durchaus schmerzhafte Komponente haben kann. Wenn man dann das mit dem Teufel und Sex in Verbindung bringt, hat man hier eigentlich eine Form der Sexmagie, der Entladung, die auch im tantrischen Sinne zu höheren Erkenntnissen führen kann. Wenn wir nun aus allen Wolken fallen, wenn unsere Gedankenmuster gesprengt werden, dann sind wir auf einmal ganz frei, die Zerstörung, die hier gezeigt wird, mit neuem Leben zu füllen. Ich habe gestern das Beispiel gebracht, dass ich als Kind einmal einen Unfall hatte. Ich wurde von einem Auto mitgenommen, weil ich nicht geguckt habe, als ich über die Straße ging. Ja, und ich habe dann wirklich in Zeitlupentempo, wie die hier gerade so aus dem Turm fallen, nicht unbedingt mein Leben an mir vorüberziehen lassen, aber ich habe so eine irre Bildersequenz gehabt. Und als ich auf dem Boden aufgetroffen bin, da hatte ich so eine ganz große Klarheit in mir. Wahrscheinlich hat das nur Sekunden gedauert, aber es fühlte sich ewig an. Und
dieses Gefühl habe ich im Turm, aber auch in der Folgekarte, der Stern, die für mich eng damit verbunden ist. Dieser Moment des Fliegens, der kann sich wie ewig anfühlen. Und im Idealfall habe ich im Turm eine ganz klare Vision davon, was ich bin, wer ich bin und was ich mit meinem Leben anfangen soll. Die Karte ist der Mäßigkeit ähnlich. Wir sehen wieder ein Wasser. Wir sehen eine Gestalt, die mit Krügen arbeitet, im Hintergrund Berge, ohne Weg diesmal. Aber wir haben einen Baum, der auf den Lebensbaum oder den Paradiesbaum anspielt und einen Ibis, der mit anderen Welten zu tun hat und der davon spricht, dass wir wieder in einer anderen Welt sind, wie schon in der Mäßigkeit, aber selbst mit anderen Welten jetzt kommunizieren können. Wir brauchen keinen Engel mehr, um das, was in uns ist, zu begreifen und zu kommunizieren, sondern wir sind eine ganz freie Seele auf einmal. Ein bisschen wie bei der Kraft, mit der die Karte auch verbunden ist, die noch angezogen ist und mit dem Löwenring. Hier kann ich mich frei zeigen in meiner ganzen Nacktheit, Bloßheit und meine Ideen, Träume, Sehnsüchte leben lassen. Ich habe vergessen, dass der Turm dem Mars zugeordnet ist, dem gewalttätigen Mars. Und hier der Stern ist dem Wassermann zugeordnet. Also gerade für das sogenannte Wassermann-Zeitalter hat diese Karte eine besonders große Relevanz. Sie sagt, lebe deine Träume und Visionen. Und das Kollektive wird auch sehr stark in der Karte betont. Zwar befindet sich diese Sternenfrau nicht in dieser Welt, auch nicht in der Astralwelt, wie sie durch die Mäßigkeit bezeichnet wird, sondern sie befindet sich hinter dem Sonnensystem. Wir haben die 7 Sterne, die die alten Planeten von Sonne bis Saturn symbolisieren und dann in der Mitte den 8. Stern, der auch noch ein 8 Stern ist und vielleicht tatsächlich auf die Kraft anspielt, die Zahl 8. Und wir sehen, dass diese Person das Wasser, was in der Mäßigkeit noch ausbalanciert wurde, ausschüttet. Wir haben einen Aspekt, der zurück ins Wasser gegeben wird, ins Kollektiv gegossen wird. Also das ist das Wassermännische, das, was ich für Ideen habe, das gebe ich auch zurück. Und wir haben einen Aspekt, der aufs Land gegossen wird. Und das bedeutet, ich nutze es für mich und kann mein Potenzial nun nicht nur schöpfen, sondern auch ausgießen und leben. Von daher bedeutet diese Karte immer, glaube an deine Träume. Das, was du vorhast, das ist deine Berufung. Geh diesen Weg. Das, was du, wen du liebst, das ist jemand, der wirklich dich in eine perfekte Lebensbeziehung führen kann. Es gibt keine Garantien, niemals, dass du ewig auch mit einem Menschen zusammen sein wirst oder dass der Job, den du jetzt als den erkennst, der deine Lebensaufgabe sein könnte, ewig machen wirst. Aber wenn du jetzt diesen Weg gehst, der die Fragestellung betrifft, dann kann es durchaus sein, dass du immer mehr dahin wächst. Gleichzeitig müssen wir die Karte auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten, denn sie hat auch einen illusorischen Aspekt. Ebenso wie auf der Mäßigkeit ist hier die Schwerkraft aufgehoben. Die Frau, die steht quasi auf dem Wasser und so könnt ihr nicht auf dem Wasser stehen. Ne? Ihr würdet sofort ins Wasser fallen, ebenso wie wenn ihr das ausprobieren würdet, was der Engel tut. Von daher gibt es manche Interpreten, die sagen, hier sind unrealistische Träume. Ich glaube persönlich nicht, dass die Träume unrealistisch sind, sondern dass sie wirklich echt und authentisch sind. Aber manchmal ist ein sehr großer Kraftaufwand vonnöten, um diese Träume umzusetzen. Und davon erzählen die nächsten Stationen. Ein weiterer Aspekt, den ich gestern nicht angesprochen habe, ist der Narzissmus.
Manchmal begeben sich Leute, gerade wenn sie so ein Erleuchtungserlebnis hatten, das im Turm passieren kann, in eine narzisstische Art, in eine narzisstische Welt. Das New Age-Alter hat das, also sehr viele Menschen. Ich habe in den 80ern in Berlin viel mich in dieser Szene bewegt, in der New Age-Szene. Sehr viele Menschen können dann auch abdriften, der Ansicht sein, sie sind perfekt, sie haben jetzt alles verstanden und sind quasi Propheten oder erleuchtet oder sonst etwas. Und tatsächlich ist es ja noch eine Weile, bis wir am Ende der Tarotreise angekommen sind. Von daher kann jetzt von perfekter Erleuchtung noch keine Rede sein. Aber wenn wir den Weg weitergehen, wenn wir den Impuls des Turms nutzen und jetzt versuchen, ihn in die Welt zu bringen, dann ist die Perfektion vielleicht nicht weit. Damit endet der erste Teil und ihr werdet jetzt gleich euch den zweiten Teil ansehen, wo wir nochmal mit dem Stern beginnen, an der Stelle, an der Laura mich darauf aufmerksam macht, dass ich die Aufnahme nicht gemacht habe und ihr mich ein wenig im Panikmodus erlebt. Ich danke euch dafür, dass ihr in diesem Kurs seid. Es macht mir immer mehr Spaß und ich lerne ganz viel. Und wir sehen uns im September. Alles Liebe. Ja, jetzt muss ich herausfinden, wie ich das beende.